Servus Leute, heute habe ich ein bisschen Endvibe PvP für euch auf Shoreline, bisschen im Westwing, den ein oder anderen guten Schuss gelandet, der mir vielleicht auch einen Report eingebracht hat. Aber ja, gutes PvP, vollgegierte Gegner und war richtig was los im Resort. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, bitte kein Senator hier. Der ist ein bekannter Bug, Billy. Dass der hin und wieder einfach mal nicht geht. Ah ja, genau. Ratet mal, wer da ist. Gutes Timing, ne? Ist ein Tier 1. Du kann ein bisschen dauern, bis sich das überall verteilt hat. Vielleicht auch mal refreshen. Ich hab's ja gerade erst hochgeladen. Hey Lausbub, servus. Bitte schieß mir nicht in den Rücken. Okay, er lässt mich in Ruhe. Jetzt geht's, wundervoll. Weiß nicht, ob da hinten gerade einer war. Ich glaube nicht. Dass manche Ammo gerade Faxen macht. Mir ist nichts bekannt. Ich habe nichts gehört. Was auch immer du genau meinst. Die schönste Waffe im Spiel, VSS? VSS ist nice, ja. Knifte mit integriertem Schalli. So eine SMG, glaube ich. Auch mit, hier mit, VSS-Ammo. Aber die VSS hat ja einen integrierten Schalli. Die Hitrack soll kacke sein. Das hat sich, glaube ich, wieder irgendjemand aus den Fingern gesaugt. Hat irgendwas beobachtet. Hat was falsch abgeleitet. Das kommt gerne mal vor. Solche Infos schwirren gerne mal in Tarkov rum. Deswegen muss sowas noch lange nicht stimmen. Schön, I take it. Keine Red Rip. Man sieht sogar die Zähne, sehr gut.
finde auch die KS ein sehr schönes Detail. Die VSK 94, ja, das ist diese Maschinenpistole. Deinen ersten Angelurlaub. Ja, wieso nicht, ne? Wenn es taugt. Hey, der Level passt schon, wie ist bei dir? Nach Spanien? Das klingt doch nicht verkehrt. Hey, Bobo Bash. Ja. Hey Daniel, servus. Servus, Passive. Am Arbeiten jetzt kleine Kaffeepause. Hoffe ich, kann ich zu der Pause beitragen. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist noch auf der Skybridge. Ah, hier am Anfang. Scheiße. Hey, Onkel Tom. Oh shit, war ein schlechter Peak. Fucking hell, wo ist der jetzt? Sei doch, da hinten hockt er. Hocken sie da sogar zu zweit, ey. Der ist jetzt nach hinten weggerannt, oder was? Noch einer. BSS ist schon okay, ne? Die waren da zu dritt gesessen. Zwei sind weggerannt.
Ah, shit. Ja, jetzt haben wir genau den Salat. Fuck. Zwei sind weggerannt. Und einer ist der Nachzügler. Besser als alles, weil ne, die sind gleich. Relativ gleich. Aber wie ist es ein bisschen besser, ja. Die Scheiße ist, dass der eine weggerannt ist. Der ist halt, ich weiß nicht, ob er komplett weg ist oder ob er bloß irgendwie rumchillt. Und jetzt er dann wiederkommt, wenn ich seine Mates looten gehe. Hocken die da echt zu dritt, ey? Ich hätte einen erwartet. Ja, jammen tun sie beide viel. So ist nicht. Kam er auf einmal her. Ja. War das in Red? Noch einer. Kommt er her? Da ist noch einer. Der ist im dritten. Ja, gibt's ein paar Daredevil leider. Ja, wir gehen über die große Treppe. Bin mir nicht genau sicher, in welchem Stockwerk die sind. Ich glaube, der fightet mit einem draußen. Okay, das ist jetzt scheiße, dass der da liegt. Ich habe null Info, wo der ist.
Scheiße. Er weiß, dass ich hier bin, hockt jetzt irgendwo. Ich weiß nicht, wo er hockt. Ich glaube, er ist hier in dem Raum, aber. Man kann es schon hören. Ja, Feier, man hört es schon. Es ist bloß nicht ganz sicher, wo er ist über mir. Ich weiß, dass er über mir ist. Wenn er schlau ist, weiß er, dass ich im Keller bin. Ich glaube, der hockt da unten in irgendeinem Raum. So sieht's gut aus, ja, ne? Privet. Hartmann, vielen Dank für den Follow bekommen. Kein Mucks, ey. Kein scheiß Mucks. Links. Hey, Fabi. Der ist auf die andere Seite rüber, ich weiß es nicht. Kurz von hier aus lauschen. Shit. Sollten vielleicht Drogen nehmen, bevor wir in den Kampf ziehen. Scheiße, wenn der so passiv spielt, ey. Dann rausfinden, wo er überhaupt ist, ist. Okay, hier habe ich sie nicht erwartet. Auch keine zwei. Und es waren ein paar Soundbugs am Start gerade. Der erste war One-Tap, ja, der war mies, ne? Der erste war richtig mies. Holy shit. Kann dir mal bitte einer klippen, den würde ich gerne Zeitlupe sehen, ey. Der war richtig mies. Die haben gecheckt, dass ich im Keller bin. One more. Richtig mies, ey. Ich glaube, das dürften sie aber dann langsam gewesen sein, ne? Nein. Hier ist jemand. Hier ist noch jemand. What the fuck?
Ganz schön was los hier im Westwing. Habe ich hier schon durchgeschaut? Will nämlich hier keine Fehler machen und hier einen Ledex liegen lassen, das wäre ja auch nichts. Ah, das ist teuer. Und Bamses, servus, wie geht's? Bin mir fast sicher, da hockt noch irgendwo einer. Was ein Haufen hier. Lass mal SP6 ein. Und South Bombs habe ich schon gesagt, glaube ich, oder? Doppelt hält besser. Okay. Hey Camille, was eine Begrüßung, wie geht's aus? Sind hölzern die Rüstung, hä? AK-101 mit 35 Recoil. Naja, mir es gefällt. Oh ja, okay. Der One-Tap hat ihm sicherlich gefallen. Der One-Tap hat ihm sicherlich gefallen. Scheiße, wir machen jetzt hier keine Faxen. Sie nämlich raus. Alles klar, Over, bis denn. Der Rest interessiert mich jetzt mal nicht. Ich hab das Gefühl, dass da hinten noch einer hockt, deswegen. Scheiß drauf. Der Typ hat einen eiskalten Slick und fängt sich den One-Tap seines Lebens. Hat ihm Wetten gefallen. Shit. So. Regenerieren wir nämlich, okay. Raus hier. ASWAL, VSS hat echt einen guten Job gemacht. Привет. Clean Bast, vielen Dank für den Follow, willkommen.
Vorfis 59, Ivan, Ausruf sein Settings. Moin, moin, OT, bester. Aktie, danke für 4 Monate mit dem T1. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für den drittwichtigsten und für den Beitrag zum Partner Plus Grind 2 von 15 heute. Beziehungsweise einer von 350 diesen Monat. Weiß ich sehr zu schätzen. Wie geht's aus? Da ja, ganz schön was los auf Shoreline auf jeden Fall. Nice. Aber dafür, dass ich bloß im Westwing war, hat sich die Runde ganz schön gezogen. Es ist immer so, wenn da halt ein paar Leute sind, ne? Frage ist, hätte ich die ohne Comtech 4 auch gehört? Ich glaube schon. Dass die Leute immer mit kaputten VSS ankommen. Aber ja gut, die nutzt sich halt immer sau schnell ab, ne? Sonst hätte ich meine auch noch austauschen können. Ja, Red Scorpion. Servus, Pitbull. Fuck, das hat hier oben irgendwo eingeschlagen, ein Schuss. Wird aber, denke ich mal, ein Skeff sein, so wie er sich anhört. Na mal, hallo YouTube, Leute. Auf geht's. Alle mal hallo YouTube im Chat. War ein guter Raid. Kann nichts sagen. Wie viele Kills waren es? 5 oder 6, ne? Ah, war ein guter Fight. Alle hatten Gear. Alle mal hallo YouTube im Chat. Waren bloß 5? Hat sich noch mehr angefühlt, ne? Hat sich noch mehr angefühlt. Aber war ein guter Raid. Guter Loot. Schöne One-Taps. Und bisschen VSS-Action. Auf geht's. Damage absorbt bei, achso. Wie viel ich absorbt, sieht man gar nicht mehr.